Dark Blue ist keins. Ah, dafür muss ich die Szene wechseln. Das ist nicht 800 mal 600, sondern mal 608. Du kannst weg. Achthundert mal 608 dahin. Sieht fast genauso aus, ist aber nicht ganz gleich. Nicht ganz. So. Das bist du. Ja. Ach doch, noch eine Voidance muss ja jetzt nicht sein, ne? Würde ich sagen. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Dass 2 Stunden Voidance mit einem Lied jetzt gereicht haben, dass wir nicht noch ein anderes nochmal so jetzt lange am Stück machen müssen. Und dann gucken wir doch mal. Das kann, glaube ich, noch ein Stück leiser erstmal. Ein bisschen. Komm ich darüber? Na, so nicht, nein. So nicht, nein. Gehen wir halt doch oben rum. Oder auch nicht. Runterfallen war auch. Huh. War auch eine Option. Ich wollte doch noch gar nicht darunter. Blöde Stachel. Töte mich doch nicht. Ich wollte gerade wieder springen. Jetzt mache ich auch nur noch Quatsch. Mein Hirn ist jetzt auch kaputt nach den 2 Stunden von dem einen Lied. Du sollst das auch schon so. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Lied ist. Ich kann gleich wieder ins Readme gucken, ob da was steht. Oh. Oder erstmal, ob ich es dieses Mal überhaupt lesen kann. Nein, ich wollte nicht einen anderen Chrome-Prozess aufmachen. Dankeschön. Da ist überhaupt kein Readme bei. Sehr gut. Dann halt nicht. Fast. Ich sage, ich habe nur noch. Jetzt habe ich nur noch Grütze im Hirn. Huch. Wow, sag ich doch. Das ist doch jetzt nicht schwer. Das ist ein bisschen Platforming, das kann ich eigentlich. Sag ich doch. Okay. Wow. Da unten war übrigens ein Safe, den ich nicht mitgenommen habe, weil ich sehr intelligent bin. Den kann ich ruhig abschießen. Das tut nicht weh. Da hoch. Thank you.
Okay. Das Lied ist nach der Musik gerade ganze Zeit auch mal echt entspannt, wa? Oh. Damit habe ich nicht gerechnet, dass da auch noch welche hochgeflogen kommen. Ich habe die Taste eigentlich nur einmal gedrückt. Aber okay. Direkt noch den Doppelsprung hinterher. Warum denn auch nicht? Wir waren ja nur gerade durch, ne? Eigentlich. Musik ist schon einmal zu Ende. Oh. Okay. Da springe ich einfach wieder von alleine hoch. Sehr gut. Das ist ja nett. Oh, komm schon. Wow. Oh, ich bekomme da meinen Doppelsprung nicht wieder. Sehr gut. Also muss ich... Jetzt hör auf damit. Muss ich so dadurch. Also ohne zu sterben am besten. Was stelle ich mich denn jetzt so an? Okay. Man könnte natürlich auch mal zwischenlanden, ne? Und mal richtig hingucken. Machen wir das doch einfach so, das ist doch viel einfacher. Hilft schon manchmal, wenn man sich anguckt, wo man lang muss, ne? Muss man ja schon sagen. Oder was halt auf dem Weg ist. Ich habe halt die Ranken gesehen und dachte, ich müsste das machen. Ich mach's mir wieder nur unnötig schwerer. Irgendwie habe ich eine Falle erwartet. Oh, Eis. Sehr gut. Ja. Hallo Reckless, schönen guten Abend. Okay, Eis ist wieder weg.
Oh. Sollte auch hingucken, was ich tue, ne? Huh. Das war nicht ganz. Ich habe eben nicht aufgepasst, wie ich das eine Mal vernünftig durchgekommen bin. Okay. Huh? Ah, okay. Ich kann die einfach abschießen und dann fliegen sie weg. Das ist ja schon praktisch. Wenn das mal mit allen Spikes so gehen würde, ne? Also, ich brauche dafür so... Der Stern hat mich getötet, sehr gut. Okay. Nee, du sollst da schon runterfallen, genau. Huh. Mit manchen Sachen, da rechnet man halt einfach nicht mit, ne? Oh. Damit habe ich zum Beispiel auch nicht gerechnet, dass mich das Ding da oben in die Wand drückt und dass dann da ein Spike angeflogen kommt, der mich tötet. Also warten, dass die erst wieder runtergeht und dann draufstellen. Okay. Hab verstanden. Wow. Ist auch wieder sehr schlecht gesprungen. Oh. Muss ich auch noch aufpassen, was ich hier wegschieße, nicht wahr? Das war zum Beispiel schon zu viel. da komme ich nicht mehr hoch, nee. Okay. An den Safe komme ich von hier unten noch nicht dran, ne? Na, natürlich ist da noch ein Apfel. Aber das geht so schon. Oh, was ein schöner Raum. Er sieht ja jetzt schon herrlich aus. So viele Ranken. Ich wollte den Doppelsprung noch nicht benutzen.
hab's schon wieder getan. Weil es geht auch ohne den Doppelsprung, aber mit wäre doch schon irgendwie cool, falls ich ihn dann doch noch brauche. Und ihn dann zu spät benutze und doch auf die Stachel drauf falle. Ich könnte mich dann auch einfach runterfallen lassen, wenn ich noch springen kann, wa? Okay. Oh. Sehr gut. Das Mann, wie gemein. Ich bin nicht runtergefallen. Noch irgendwas, was mich hier auf dem Screen tötet? Nein, sieht nicht so aus. Was kommt jetzt? Oh. Dann bauen wir uns doch mal einen Weg, wa? Sieht so aus. Huch. Ich will gar nicht erst ausprobieren, ob da was passiert. Kommt ihr mal da schon mal hin? Ja, das hat auf jeden Fall was. Ich hätte auch schon mal noch weiterspringen können. Egal. Huch. Fuck, warum habe ich mich davor erschrocken? Wie dumm. Das ist auch ein bisschen nah aneinander gesetzt, das ist aber okay. Okay, dann wissen wir, der einzige große Spike hier auf dem Screen ist eine Falle. Sehr gut. Ja, ich habe nicht so weit vorausgeschaut, um darüber nachzudenken, dass das passieren könnte. Das reicht nicht. Ich hab doch jetzt Angst. Kann ich dich nicht einfach wegziehen? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich sollte gar nicht erst ausprobieren, was passiert, wenn ich an den Block ziehe, auf dem ich draufstehe. Machen wir es jetzt einfach ganz sicher. Was haben wir denn da? Okay, ihr verschwindet. Okay. Oh. Das ist auch cool. Thank you.
Außer ich schieße mich in die Äpfel, dann ist das nicht mehr so cool. Aber da kann das Spiel ja nichts für, wenn ich das tue. Schon so ein bisschen, ne? Stimmt schon. Springen wir doch einfach mal drauf los und gucken, was passiert. Ich sterbe. Donkey Kong Country. Da scheinen aber keine unsichtbaren Blöcke zu sein. Hier irgendwo. Ah. Ist die Frage, wo der nächste ist. Da. Der ist ein bisschen weit weg, ne? Da ist einer. Okay. Wo war der hier unten jetzt? Da bei dem Stern. Natürlich. Natürlich. Natürlich darf ich da nicht einfach runterspringen. Das wäre ja auch zu einfach, ne? Huch. Was mache ich denn da? Quatsch mache ich da. Ah, komm schon. Da hat doch jetzt nicht mehr viel gefehlt. Okay. Noch irgendwas, was mich hier töten möchte oder nicht so? Nee. Ups. Wie schaffe ich das, manchmal direkt zweimal hintereinander zu springen? Ich weiß es nicht. Ist dann unpraktisch, wenn ich den zweiten Sprung eigentlich noch brauche. Okay, du machst mich schneller. Huch. Was seid ihr denn? Keine Ahnung. Ihr seht komisch aus, aber ihr seid einfach nur da, ja? Von mir aus.
Okay. Ist hier wieder noch irgendwo was versteckt? Den Sprungschall... Der hier, der geht doch nicht, oder? Okay. Fuck. Wow. Wie gemein. Ja, damit rechne ich doch dann nicht mehr. Immer diese random Spikes, die irgendwo hergeflogen kommen, ne? Schrecklich. Ach, komm schon. Na komm schon. Ja komm, damit rechne ich halt nicht, ne? Du lässt jetzt den Tiger raus, was? Aber wie B den ließ. Welchen Tiger lässt du raus, ha? Ach komm schon. Nicht immer in den Spike reindrücken lassen, das ist doch langweilig. Oder draufspringen ist auch nicht besser. Oh, guck mal, es schneit Äpfel. Huch. Wow. Das war unpraktisch, wie der da gerade gekommen ist. Genauso unpraktisch ist es einfach, in Spikes reinzuspringen. Ach so. Ja, warum denn auch nicht, ne? Wirklich, ich bin da noch drauf gefallen, wow. Ich bin viel zu gut darin, einfach mal zu sterben. Das ist schrecklich. Wegen eigentlich nichts. Könnt ihr mal gerade nicht darunter fallen? Mist.
Okay. Na, immerhin etwas. Das verstehst du immerhin etwas davon, ne? Ich hätte mich auch jetzt da unten hinstellen können einmal, ne? Hallo? Okay. Ja eben, wenn es anfängt weh zu tun, dann weißt du auf jeden Fall, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist richtig. Huh, ich bin aus dem Wasser rausgekommen. Spring doch, wenn ich springen drücke. Jetzt auch mal wieder gut hier. Na, geht doch. Oh, was bist du denn? Du bist ja süß. Irgendwas kommt hier doch noch, oder? Natürlich. Das war zu früh. Oh, das sind aber kleine Blöcke. Das ist ja süß. Guter Tod, guter Tod. Ich bin schon wieder über die Kante gelaufen. Hör auf damit. Das tötet doch uns doch. Nein, ich bin an die Decke geknallt. So viele bunte Sachen. Lass mich raten, du gibst mir noch einen Sprung in der Luft, du machst den Quatsch und ich bin tot. Karl, das tötet Menschen.
Kann ich damit aufhören? Immer so gerade noch so auf den Spike drauf zu fallen? Das war nicht der richtige Knopf. Das war nicht das Z. Oh. Noch irgendein Stachel, der mich töten möchte? Hier doch bestimmt auch mindestens einer, ja. Irgendeiner musste da ja auch weg, sonst wäre ich da ja eh nicht rübergekommen. Die Frage war halt nur, welcher und wie. Haben wir dann rausgefunden. So viele Fallen. Das Schlimme ist, ich muss mir die ja auch noch merken, bis ich da durch bin. Ah, da konnte ich einfach drüber. Ja! Wow. Mach das doch nicht. Das ist uncool. Das hatten wir doch schon. Das tötet Menschen. Ja, es ist losgeflogen. Ich hab's nur zu spät gemerkt und hab schon wieder nochmal umgedreht. Da sind noch so viele Stacheln, ne? Natürlich. Natürlich. Direkt das nächste auch noch. Gute Nacht, Freestyle. Schlaf schön. Oh Gott. Ja, natürlich. Der hätte da unten in der Ecke schon ruhig einen Safe vertragen können, der Screen, finde ich. So viele Fallen, wie hier drauf sind. Aber das kriegen wir auch hin. Trotzdem. Ich muss mir nur merken, was so alles davor immer kommt, ne? Der kam runter. Dann kam der runter. Du auch? Nein? Ach, von euch dann wieder gar keiner mehr. Ist okay. Oh Gott. Das war doch jetzt nicht nötig, oder? Ich bin einfach gegengesprungen. Warum so misstrauisch? Ja, weil der Screen vorher auch schon so böse ist. Ich hab nicht aufgepasst. Die Stachel war ja auch noch da. Der Stachel. Oh, was haben wir hier? Oh, ich werde einfach platt gedrückt. Ich bin zwar noch genauso breit, aber ich bin nicht mehr so hoch.
Ich bin eine platte Flunder, huch. Das war zu weit. Ach, das war auch wieder zu hoch. Ist gar nicht so einfach, als platte Flunder hier durchzulaufen. Das ist so ungewohnt. Das war zu weit. Oh, komm schon. Was ein Quatsch. Wieder an dem letzten Spike, an dem ich noch sterben könnte, ne? Wow. Sehr gut. Das hatten wir doch in dem Raum davor schon. Ach ja. Okay. Was? Oh. Nee, diesmal sind wir höher. Okay. Das sieht auch interessant aus. Also entweder ist irgendwas mit meiner Taste nicht in Ordnung oder es liegt an Auto-Hotkey, dass ich manchmal direkt, dass der halt zwei Keystrokes hintereinander direkt macht. Weil losgelassen habe ich die Taste dazwischen eigentlich nicht. Huch. Ich sollte trotzdem hier springen. Sehr gut. Sehr gut, Denise. Ich bin zu groß. Ich stoß mir den Kopf an dem Stachel da. Max, danke für den Host und einen wunderschönen guten Abend euch allen von da drüben. Hi. Okay. Oh, Bullet Bills. Du hast schon die 2 Stunden Avoidens verpasst. Das war auch tolle Musik. Auch wenn hier jetzt vielleicht nicht jeder zustimmen wird.
kann da wahrscheinlich auch einfach drüber springen, anstatt dreimal unter den Äpfeln herzulaufen. Ach, guck mal, die haben jetzt sogar zwischendurch eine andere Farbe. Immer wenn ich resette. Du hast deinen neuen Stuhl bekommen? Sehr gut. Ja, das sind die Dinger aus Super Mario. Sie werden mich hier wahrscheinlich genauso töten wie dort, wenn ich nicht drauf springe. Komm schon. Gute Nacht, Mauli, bis dann. Bin ich nur zu spät gesprungen oder hatte ich meinen Doppelsprung nicht wieder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin nur zu spät gesprungen, okay. Was haben wir denn hier? Die Box muss wahrscheinlich da unten auf den Knopf, nicht wahr? Dann kümmern wir uns doch mal darum. Natürlich gehen nur die Spikes weg. Hättest du mir das doch dann nochmal ein bisschen den Rückweg netter machen können. Aber nein, natürlich nicht. Es ist schon wieder passiert. Dass er einfach direkt nochmal gesprungen ist. Das ist unpraktisch. Ich drücke die Taste definitiv fest genug nach unten, dass ich das nicht selber bin, der die Taste nur so streichelt, dass ich die direkt nochmal loslasse und nochmal drücke und direkt meinen Doppelsprung verschwende, ist das richtige Wort. So. Dir auch, Max. Bis dann. Will ich da runter? Ich will wenigstens gucken. Wobei, da oben wäre ja gar nichts gewesen. Da war ja nur noch eine Wand. Das sind aber ein paar große Äpfel und Sprungfedern aus Super Mario. Oh, das war, ja. Nee, den Doppelsprung brauche ich da, glaube ich, um darüber zu kommen, ne? Dass ich den nicht für später behalten kann. Weißt du, beim ersten Mal wieder hier rübergekommen, vernünftig, und dann wieder nicht. Sehr gut. Ich muss einfach nur das machen wie eben. Na guck. Und dann an einem der Äpfel sterben. Geht doch. Oh, das ist gar kein richtiger Save. Fuck. Sehr gut. Mist. Ich hab mir den nicht richtig angeguckt.
Da steht halt nicht safe drauf, sondern P-Kid stand da drauf, ne? Ah. Oh. Voll drauf reingefallen. Was kommt jetzt? Der Raum ist so leer. Oh. Ich kann mich noch nicht bewegen. Guck mal, es ist eine Miku in ganz weiß. Machst du noch was? Kann ich einfach durch dich durchlaufen? Ich kann auf dich drauflaufen. Sehr gut. Soll ich jetzt warten, bis das Lied zu Ende ist, oder wie sehe ich das? Warten wir doch mal, bis das Lied zu Ende ist, ne? Wobei ich schon die ganze Zeit hingucken möchte. Nicht, dass am Ende doch noch was passiert. Das ist eine Avoidance. Die kann sogar ich. Die kann sogar ich. Hallo Flomi, schönen guten Abend. Ich avoide den Kampf. So kann man es auch sehen. Muss da doch irgendwas passieren, oder? Kannst du mir doch nicht erzählen.
Geht das? Oh, sehr gut. Ich kann sie einfach hochheben. Okay, machen wir mal weiter. Hätten wir wahrscheinlich gar nicht warten müssen. Wenn ich das früher ausprobiert hätte. Warum ist da oben ein Mac-Icon? So ein abgebissener Apfel. Der macht doch auch noch irgendwas. Er hat die Tür aufgemacht. Sehr gut. Na, woher soll ich denn wissen, dass ich sie einfach wegheben kann, ne? Es war so klar, dass da irgendwas passiert. Der Gang war viel zu gerade und da war viel zu wenig Kram. Aber hey, habe ich den Bosskampf bravourös gemeistert, nicht wahr? Hat zwar ein bisschen lange gedauert, aber first try. Komm schon. Er ist schon wieder gerade mit dem Sprung passiert, dass ich direkt nochmal gesprungen bin. Ich muss es ausprobieren, was der macht. Okay. Ihr müsst ja auch wissen, was passiert, nicht wahr? Ich kann ja nicht einfach dran vorbeigehen. Da ist die Neugier doch zu groß. Ich bin so ein bisschen tot, ne? Würde ich behaupten. Machen wir das halt so. Ach, komm schon. Wir waren doch gerade schon fast oben. Nee, die passen super hier hin. Ich habe nicht gedacht, dass ich die eine noch so erwische, dass ich überlebe. Sehr gut. Thank you.
Ach, komm schon. Huch. Au. Ich wollte noch gar nicht von der Kante runterlaufen. Passiert. Wieder zu früh gesprungen. Na, geht doch. Was kommt jetzt? Oh, ich darf Ziele treffen, ja? Und ich habe immer nur einen Schuss. Oh Gott, das wird ja furchtbar. Na, ah, komm schon. Meine Zeit ist doch gleich um. Nein! Oh! Verloren. Ja, ich schreie schon nicht rum. Ich bin, was das angeht, echt geduldig. Ich bin auch weit, weit, weit davon entfernt, böse zu werden. Ich muss trotzdem noch fertig machen, ja? Okay. Yay, jetzt nur nicht sterben. Okay. Oh. Ich verstehe. Immer wenn ich springe, ändern die sich. Was macht der da? Was macht der kleine Typ da oben? Der pustet mich doch gleich auch nur weg, ne? Das war nicht weit genug. Oh, der pustet ja jetzt schon.
Und der hat auch irgendwie aufgehört. Mit mal war ich schneller. Und damit habe ich nicht gerechnet. Oh, das war nicht klug. Ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen schneller dabei, wenn ich am Boden stehe. Oder auf dem Boden gerade bin. Und in der Luft halt noch langsamer, als wenn ich laufe. Und deswegen verwirrt mich das. Oder auch nicht? Ups. Irgendwie bin ich bis zur ersten Landung sehr langsam und danach ein bisschen schneller. Okay. Ich bin zu früh gesprungen. Sehr gut. Na, geht doch. Okay. Das wäre ja gerade ein bisschen eng geworden. Glaube ich. Ich habe mich unsichtbar geschossen mit dem Save, ja. Okay. Ein Versuch war es wert, weiterzukommen. Hat nicht geklappt. Ich sollte nicht immer automatisch auf alles schießen, was wie ein Safe aussieht. Das ist nicht gesund. Diesmal hat er mich zwar nicht direkt getötet, aber ich habe mich nicht mehr gesehen. Kommt ungefähr aufs Gleiche hinaus. Kommt jetzt ein richtiger Boss oder sowas wie eben? Die Musik ist auch. Es hat mich getötet. Was sollst du überhaupt darstellen? Ich weiß das nicht. Oh, hi. So ein bisschen Hungry-Tech-mäßig sieht der Kopf halt schon aus, ne? Nur mit einem anderen Gesichtsausdruck. Ich bin voll reingesprungen. Sehr gut. Da hat er sich einfach direkt rüber geportet. Das war ja fies. Was machst du da? Thank you.
Genau, mach irgendwas, wo du nicht, nicht den Kopf nach mir fliegen lässt. Das ist praktisch. Oh. Kannst du dich jetzt mal entscheiden? Yay. Sehr gut. Haben wir es wohl geschafft. Tada. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, mit wie vielen Toten ich fertig war. Der Death Counter hat sich direkt ausgeblendet. Müssen wir gleich nochmal eben auf das Save drauf gucken. Da kommt nichts mehr, ne? 320. Ah, guck mal, jetzt habe ich den auch noch da. Sehr gut. Haben wir wieder eins geschafft. Sehr gut. Lass mich doch noch mal da gucken. Nehmen wir noch ein Trap Game. Als letztes. Nehmen wir noch eins der Trap Games vom Ende. Zum Ende. La. Dann kannst du schon mal wieder weg. Machen wir noch eins. Nee, das ist nicht das richtige Feld. Du kannst erstmal auch wieder in den Ordner.